Schwerer Maschinenbau und Schweißkonstruktionen sind das Kerngeschäft von Dettwiler. Die Schweizer Firma betreibt seit 16 Jahren ein Werk in Estland. Von Anfang an mit dabei Robert Becci. Niedrige Lohnkosten waren ein Grund für die Expansion ins Baltikum. Ein anderer, vorhandenes Fachwissen. Gegenüber früher, wo man eigentlich Mitarbeiter haben selber müssen ausbilden, Sachen haben müssen beibringen, haben wir heute Vorteil, dass so Leute, die vor, sage ich jetzt, vor 10 Jahren ausgewandert sind, wieder mit einem Know-how zurückkommen, sei das aus Finnland, aus Deutschland, wo auch immer. Vor 3 Jahren, während der Finanzkrise, wollten viele Esten vor allem eins: weg. Auch Dettwiler bekam die Krise zu spüren. Viele andere Betriebe mussten schließen. 2009 stieg die Arbeitslosigkeit in Estland auf 14%. Ein Außenbezirk von Tallinn. Die Menschen hier traf es besonders hart. Löhne wurden gekürzt, Steuern angehoben, Sozialleistungen gestrichen, ein massives Sparprogramm aufgelegt. Die Bevölkerung duldete die Blut-, Schweiß- und Tränenstrategie. Doch bis heute leiden Land und Einwohner unter dem damaligen Einschnitt. Ausgearbeitet wurde das Sparprogramm in diesem Gebäude. Im Finanzministerium gibt man sich stolz auf das Erreichte. Mit Neid blicke Europa auf den estnischen Staatshaushalt. Jürgen Ligi ist der heimliche Star unter den europäischen Finanzministern. My biggest challenge, of course, has been budget and the crisis. Das Budget und die Krise waren meine bisher größten Herausforderungen. The deepest bottom of the crisis, when the economy was. Ich startete als Minister, als die Krise am stärksten war. Die Wirtschaft brach um 16% ein im zweiten Quartal des Jahres 2009. Die Regierung war nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Sie war politisch blockiert. Nur ausgeben, was man hat. Dies war und ist die Devise. Der Lohn dafür? Estland erfüllt die Maastricht-Kriterien mit Leichtigkeit. Die Staatsfinanzen sind so solide wie nirgendwo sonst in Europa. Wir können optimistischer sein als der Rest von Europa. Unser Lebensstandard verbessert sich weiter. Dies ist in weiten Teilen Europas nicht unbedingt der Fall. Wir haben ein großes Wachstumspotenzial. Unsere politische Strategie war nachhaltiger als anderswo in Europa. Our policies have been more sustainable than in Europe. Ein ausgeglichener Staatshaushalt, Rechtssicherheit, viele Fachkräfte. Firmen in Estland können sich auf ein solides wirtschaftliches Umfeld stützen. Für den Schweizer Robert Becci ist die Zukunft vielversprechend. Zukunftsaussichten sind die, dass wir natürlich erweitern in Estland. Wir haben auch einen Neubau geplant für dieses Jahr. Also wir sind jetzt mit drin im Projektieren. Und zwar möchten wir einen Schritt weitergehen und wir möchten komplette Anlagen montieren. Estland, der europäische Musterschüler. Sparsam, pragmatisch, duldsam. Ein Staat am Rande von Europa und doch stark mit dem alten Kontinent verbunden. Ein kleines Land, für viele ein großes Vorbild.